Mi hai detto, parlandomi di una delle sequenze del film, che a te sembrava uno dei pezzi di Riccardo, sembrava come una guerra. Con le sirene, con le Ah, sirene, eh? Ok, ti ricordi? E quindi la violenza non delle persone, ma anche interne, degli oggetti artistici, è un tema che anche a te interessa molto, vero? E che quindi vi è comune in un certo senso. Dire, no? Ganz kurz, nur als, also es geht ja um die Szene in dem Film, wo Ricardo so Sirenen dazu spielt. Also man sieht 15.000 Leute, das ist in Barcelona gewesen, bei dem Abschlussveranstaltung von Sona 2006. Und damals hat Ricardo eben mit Sirenen gearbeitet, das kannst du vielleicht gleich besser erklären. Und wenn man jetzt diese Menschenmenge sieht, dann setzt das natürlich unglaubliche Assoziationen frei. Und darüber geht es ja auch in dem Film, welche Assoziationen selbst bei deinen Freunden dadurch ausgelöst werden können. Und mir war es halt wichtig, zum Beispiel zu erklären, dass Ricardo vor 2 Jahren sowas gemacht hat. Das heißt, dass in der elektronischen Musik 2 Jahre schon eine unglaubliche Vergangenheitszeit Ja, sehr darstellt. schnell. Und dass man eigentlich über etwas, was 2 Jahre zurückliegt, redet wie etwas, was halt viel länger zurückliegt. Und er auch da ganz gut erklären kann, dass er heute eben was anderes spielt. Es gibt einen Freund, der sagt dann, Gott sei Dank ist die Musik, ist die Melodie zurück. Also es ist sozusagen einfach nur ein anderer Aspekt seiner Arbeit. Also die Sirenen ist natürlich auch, es ist, man könnte, also ich spiele manchmal anstatt Sirenen eine Witzplatte von Adriano Celentano oder von Otto. Es ist einfach zu gucken und zu sehen, wie Leute auf massive Parameter reagieren. Zum Beispiel sage ich auch in dem Film, ich würde mich nicht trauen, als Westler in Japan eine Sirene zu spielen, weil wir oder mehr oder weniger irgendwie, weil wir die Kultur von denen nicht verstehen, denen eine Atombombe auf den Kopf knallen mussten und weil wir sie auch nicht besiegen konnten. Und deswegen ist es auch schwierig, also bei den Deutschen zum Beispiel, bei dem deutschen Publikum, obwohl die genauso viele Sirenen gehört haben, ist es so, dass das deutsche Publikum konstant davon sich versucht zu befreien, was die Vergangenheit oder die Verantwortung vom Nationalsozialismus und so. Und das ist eigentlich, ist das, was wir machen, auch ein symbolisch ist eine Befreiung von diesen ganzen Schuldgefühlen und diesen ganzen Sachen, die man in der Gesellschaft immer zu tun hat und zu denken hat. Und deswegen kann man das eher als in Deutschland als eine Satire sehen. Genauso kann man aber auch eine Witzplatte spielen. Und ich würde heute übrigens auch noch die Sirenen spielen, wenn es passt. Es ist halt eine sehr starke Ausdrucksform. Es trifft auch manchmal, das schockiert manchmal auch Leute sehr. Die kommen dann und protestieren so, du kannst doch nicht eine Sirene spielen. Das ist doch genau das Gegenteil hier. Provo, oh, prego, prego, signora. Hello, a question to Ricardo, please. What's the difference when you're working as a composer or when you're working as a performer at night? And could you live without performing? Of course, I will have to live without performing because of my ears. I will have to protect my ears and in the future. At the moment, I'm in this period of building up a family and building up my reality, and it's important to risk also even my ears. But of course, I'm working constantly in developing the music of my job, the professional, but also to develop connections into jazz music and classic music and things like that. The vision in the studio is a little bit always like a futuristic vision of what a club could be. You know, what are the important things, the frequencies especially, and the sound quality. This is are things I try to define very well because it's exactly what the people
are getting as information. And so this is like, this is the most important, is to send and to send it the best way, to be received in the best way. Romuald e Riccardo, facciamo una ultima domanda prima di lasciare venire qui Alex Cox, perché siete tra Wesley Snipes e Alex Cox, il che mi pare giusto. Quando, come sarà diffuso il film, Romuald? Perché tu sei un cineasta autoprodotto, molto molto indipendente, e quindi devi ogni volta lottare perché i film siano visti e visti bene, in buone condizioni. Quindi quali progetti hai o avete insieme rispetto a questo film? Okay. Also zuerst ist natürlich so, dass wir jetzt mal abwarten wollen, wie dieser Film funktioniert. Also wir haben selber überhaupt keine Erfahrung. Es ist, also ich sehe ihn selber heute zum ersten Mal, Riccardo auch. Ja. Und er hat ihn noch gar nicht gesehen und ich habe ihn eigentlich auch noch nicht auf der Leinwand gesehen. Und jetzt wollen wir erst mal gucken, was passiert. Und es gibt natürlich, oder nicht natürlich, aber glücklicherweise schon viel Interesse seitens von Verleihern, allerdings nicht aus Deutschland, was sehr interessant ist, sondern aus vielen Ländern außerhalb Deutschlands, ja, was auch schön ist. Und dann werden wir einfach sehen, was damit passiert. Ja. Quindi concludo facendo gli auguri, tanti auguri. Grazie, grazie. Auguri. Grazie, grazie. E grazie molte. Grazie.